Dass es ja auch das Ziel sein soll. Man muss ja so spielen, wenn es perfekt ist. Genau. Dann sieht es nun mal leicht aus. Das ist auch, glaube ich, so wieder auch wiederum ein Problem unseres Sports. Das ist natürlich, wenn es von den Top-Leuten gespielt wird, sehr einfach aussieht und für den Außenstehenden als leicht abgewertet wird. Und nur derjenige, der es auch wirklich mal selbst betreibt, weiß halt, wie schwer es ist. Und das ist eine feinmotorische Sportart, wo Präzision gefragt ist. Tempogefühl, müssen wir immer den Vergleich standhalten mit Snooker, der ja auch des Öfteren im Fernsehen läuft. Ja. Ne? Und natürlich, gegen Snooker von der Leistung her gibt es nichts zu sagen. Das ist schon klasse, was auf dem großen Tisch geleistet wird. Aber wenn man da von 147er oder irgendwelchen 100er Breaks redet, redet man ja nicht von 147 Bällen. Sondern das sind dann, wie viel sind es? 36? Ja, etwa, ja. Und 36 Bälle. Entschuldigung, da gibt es den 14-1-Rekord von 526. Ja, also ich sage immer wieder, man kann es eigentlich nicht vergleichen, weil Pool und Snooker, da sind zwar die Voraussetzungen, dass man Bälle senken muss und dass ein Tisch mit 6 Löcher ist, das ist gleich, aber ich denke, Snooker hat einfach einen ganz anderen Spielaufbau wie Pool. Also Pool natürlich, ist mit Sicherheit der Schwierigkeitsgrad darin, dass man die Weiße oft über mehrere Längen und auch Banden mit mehr höheren Tempostößen spielen muss, wie jetzt im Snooker. Im Snooker ist es aber so, dass man, wenn man einen guten Spielaufbau hat und das Breakbuilding stimmt, dann hat man den langen Einstieg, der natürlich mit Sicherheit teilweise schwerer ist wie im Pool. Aber letzten Endes, wenn man den Einstieg geschafft hat, gibt es eine untere Tischhälfte, wo dann Positionen gespielt werden. Und dann nichtsdestotrotz müssen sie natürlich hochkonzentriert sein, weil eine kleine Unachtsamkeit im Snooker bedeutet natürlich meistens Fehler und auch dementsprechend verschossenen Ball. Aber wie gesagt, im Pool, da sind halt andere Voraussetzungen, die es auch einfach schwer machen. Weil im Pool ist es halt so, wenn du einen Ball verschießt, dann weißt du eigentlich schon zu 80%, dass die Partie weg ist. Weil im Snooker ist es so, da gibt es auch viele Stöße, wo du einfach dieses Shot for Nothing spielst, wo du die rote ansagen kannst oder die rote Kugel spielst und lässt die weiße hoch zu den Farben laufen. Das gibt natürlich schon eine gewisse Sicherheit. Und dementsprechend schießen sie auch viele lange Bälle rein, weil sie wissen, okay, sie haben oben eine Farbe. Und im unteren Bereich kann jetzt erstmal nichts passieren. Und das ist natürlich im Pool wiederum anders. Und das macht es auch so schwer teilweise, im Pool jetzt einen langen Ball anzugreifen, wo man weiß, das kann halt eigentlich schon das Ende sein, wenn er daneben geht. Das war jetzt schon fast ein Softbreak, würde ich sagen. Ja, ja. So hat er nämlich auch geprägt, aber es ist halt gut gekommen. Ja, man versucht halt immer die zwei Bälle hinterm Einser auf Mitte. Das ist eigentlich so das probate Mittel, was man auch beim Achtbar ja versucht. Wenn getaped ist, sind das eigentlich so die beiden besten Optionen, Ball zu machen beim Break. Aber in dem Fall, glaube ich, ist nichts gefallen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Nein, gar nichts. Und sie liegen in akkurater Position. Halt, ja, das ist halt das Risiko bei den Softbreaks. Da habe ich auch mal recht erfolgreich gegen Manuel Eder auf dem Bundesligaspieltag gespielt, fällt mir gerade ein, wo er gerade hier neben mir sitzt. Da, dann kann er mich noch erinnern, ja. Was war das, was? Ja, er führte, glaube ich, 2-0. Ne? 2-0, ja. 2-0 und dann habe ich acht Partien dann aus. Acht Partien dann aus, acht ja. Dann aus, in ja. Was? Im Achterball. Ja, da habe ich auch einen Softbreak von der Mitte geprägt. So. Immer den zweiten Ball auf Mitte und ja, wie gesagt, dann gehen sie schön auseinander, verteilen sich dann nicht optimal, ja. Aber ist halt das Risiko, wenn nichts fällt, dann ist es natürlich auch eine relativ leichte Partie für den Gegner. Stark, stark. Okay, hier, 2. Wahrscheinlich für die... dass ich nichts gesagt habe. Genau, für die Ecktasche. Vier dürfte bei der zwischen 7 und 10 durchgehen. Ja, auf jeden Fall. Und dann hat er... Ja, jetzt kommt es auch noch, weil er sich für den Winkel entscheidet, die Weiße. Also jetzt, er hat die Kontrolle, muss die Kontrolle behalten. Konzentration, Fokus, alles was dazugehört, eben einfach stabil halten. Ja, aber die Partie sieht optisch auch wieder leichter aus, als sie ist, weil 5 auf 6 ist auch nicht ganz leicht, wenn er jetzt nicht... Weil eigentlich müsste er eigentlich auf die rechte Seite von hier unten gesehen. Damit er eigentlich die Weiße dann... Wenn er auf der linken Seite ist, ist es nicht so leicht, zur 6 zu kommen. Genau, dann muss er eigentlich schon wieder über 2 Bahnen stellen und... Dann schauen wir mal, wie er es löst. Na, er lag gerade. Ich habe eigentlich gedacht, er hat ein bisschen Winkel auf die 4. Jetzt liegt er, glaube ich, fast gerade auf die 5. Ja. Sieht so aus. Weil ich das sehe, fast gerade. Vielleicht hat er ein bisschen Winkel und kann ein bisschen Tasche schinden. Dann könnte er eventuell noch rüberkommen, um die 6 in die Fußtasche zu spielen.
Ja, ich glaube, er entscheidet sich eher für die Mitte. Oder er zieht wieder eins raus. Naja, spielt er nicht. Hey, ich hab recht. Ja, ist auch richtigerweise auf jeden Fall, ja, für lang zu stellen. Ne? Okay, 6. Klein wenig Druck oder pullern lassen. Na, Druck braucht er nicht, eigentlich gar nichts. Stopp. Alleine raus. Und dann halt, welchen Winkel bevorzugt man für die 7? Hm. Ja, ich würde ihn schon ein bisschen weiter rausdrücken, weil die 10 natürlich als Blockade da liegt. Das heißt, er kann nicht hinten rumlaufen. Außer er hat jetzt relativ wenig Winkel auf 7. Wenn er ein bisschen mehr hat, dann wird es schwierig. Also würde ich wahrscheinlich eher über die Tischmitte hinausgehen und dann halt auf direkten Wege hochzuziehen zu 8. Also nicht zu viel Winkel, dass du die Bande möglichst vermeiden kannst. Wenn mehr Winkel ist, dann ist es auch nicht so schlimm, dann kann man über die Bande hochdrücken. Aber das Ziel sollte schon sein, ein bisschen weiter als Mitte rauslaufen zu lassen. Das wird er wahrscheinlich auch tun. Den Winkel hat er jedenfalls dafür. Das zeigt halt, dass er auch unsicher ist und dass er nicht... Könnte auch sein, dass er ein Genießer ist. Der will sich hier das Finale richtig reinziehen. Ja, Ball für Ball. Ja, ist ja auch richtig, weil Entscheidungen sind eigentlich oft die größten Fehler, die man macht, dass man die falsche Entscheidung trifft. Mhm. So, mit dem Winkel kommt er auf die andere Seite von ja, der Ja, na, ich denke auch. Kann ihn aber durchlaufen lassen. Genau, ja. Nachlauf, kurze Bande, Fußbande und wieder rauf, ja. Aber es irritiert mich ein bisschen, dass er sich jetzt die anderen Winkel angeguckt hat. Ja. Ich weiß nicht, was er da jetzt vorhat, aber ich würde ihn eigentlich nur gerade hochlaufen lassen. Genau. Mal sehen, setzt er tief an oder hoch? Ja, er setzt schon hoch. Naja, ich spiele ihn schon so, denke ich mir. Bisschen links ist fehl. Zu nah an die Bande, man braucht ja ein bisschen Manövrierfähigkeit hier. Die Bälle sind nicht angenehm, gerade wenn sie jetzt noch näher an der Bande gewesen wären und man hätte mit links Effet spielen müssen, schießt man gerne mal schnell zu dick durch das Effet. Wenn er noch ein bisschen weitergelaufen wäre, hätte er ein großes Problem. Genau. Also einen leichten Curve machen mit dem Effet und schon schießt man den Ball schnell zu dick. Aber sehr schön. Ja. Sehr schön gespielt. Benjamin Heimer, der lässt nicht locker. Der bleibt stabil. Bis zum letzten wird er akkumuliert hier. Und dem Zehner den erneuten Gleichstand. Und da hatten wir schon einige Gleichstände hier. Wir hatten ein 1-1, wir hatten ein 2-2, das 3-3 haben wir ausgelassen, dann hatten wir ein 4-4 und jetzt ein 5-5. Ich habe hier noch ein wenig zu trinken. Nee, danke, ich habe auch nichts. Übrigens, was wir jetzt übrigens sehen, ist jetzt nicht die nächste Partie im Originaltempo, so mit 3 Sekunden Shotclock, sondern das ist der Schnelldurchlauf der eigenen Partie. Nicht, dass wir hier ein Missverständnis haben. Oh, jetzt spielen sie da plötzlich schnell. Das war der Sechser, den er so genossen hat. Ja, guck. Was sagen Sie zur Däumchendrehtaktik in Pausen, wenn man gerade nicht am Spielen ist? Spezielle mentale Meditationsmethode. Autogenes Däumchendrehen, das wäre ein gutes Buch, muss noch geschrieben werden. Oh, die 10, das ist ungewöhnlich. Und vor allem auf direkten Wege zur Ecktasche. Ja, das heißt, es war nicht ganz perfekt gelegen. Ne? War ein super Break. Ja. Sehr schön kontrolliert, ja. Weiß er. Auch Ergebnis nicht zu viel ist Power. Auch gut, er sieht die 2. 4 ist auch
Wunderbar, vor Mittelloch. Hier nehmen wir mal die Wiederholung. Zack. Ja, Ansatz ist, geht die 10 darüber. Sauber kontrolliert, echt. Das war ein Top-Break. Wahnsinn. Vier jetzt entweder Mitte oder Langstellen. Ja. Ich denke, die Mitte würde sich. Ich weiß nicht, ob er mit dem Winkel in die Mitte, ob er noch genug Winkel hat, um zu 5 zu kommen. Ja, ich denke, ja, die Mitte an der 7 vorbeidrücken. Ja, doch. Das passt sehr gut. Noch ein Stück. Oh, schon fast zu kurz. Ne? Zu kurz ja. Fehler am Wassergraben, würde ich sagen. Ja, man könnte vielleicht noch eine 8 abtropfen lassen auf der linken Seite der 8. Aber nur auf der linken Seite. Ja. Aber ist natürlich auch risikoreich. Voll oder die linke Seite? Rechte Seite? Also die ganze Offensivvariante wäre jetzt der Banker. Unten links. Für Genießer, ja. Genau. Würdest du sofort spielen, oder? Ja, logisch. Klar. Ich will ja die Zuschauer unterhalten. Es geht ja nicht um Erfolg. Also. Manuel? Ich würde die 5 jetzt Anker spielen und die Weiße eine 8 halten. Ja, da merkt man, die Jugend von heute, die greift an. Schauen wir mal hier. Ganz anders. Jetzt wisst ihr, warum ich nichts mehr vorhersage. Die halten sich eh nicht dran an das, was ich sage. Ja, die liegt jetzt schön vom Loch, wunderbar, aber die jetzt so voll zu treffen, ja, dass die Weiße dann auch von der Bande wieder rauskommt für die 7 Mitte, das ist illusionär, würde ich sagen. Es ist schwierig bei Bällen, die so nah vom Loch liegen, die Kontrolle über die Weiße zu halten. Ne? Ja, vor allem glaube ich auch nicht, dass er den so wollte. Nee. Glücklich gelaufen. Langer Ball. Aber Standardstopp. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, was er davor hatte, weil hinten rum war eigentlich fast gar nicht möglich. Also eigentlich muss davor der 8 rauskommen und ist jetzt gut gelaufen für ihn. Sauber. Was steht denn da in so kleiner Schrift bei ihm da auf dem Hemd eigentlich drauf? Ich weiß nicht. Nein. Wir, Diesel übrigens. Ein schöner Ausblick. Dafür, dass du mit ihm oft trainierst und spielst, solltest du es eigentlich wissen, oder? Ich weiß es nicht. Du hast auf wen sogar gegen ihn gespielt. Ja genau, du bist gegen wen bist du ausgeschieden? Gegen ihn? Gegen Benjamin. Wie ist das ausgegangen? 8-6. 8-6, schon eine knappe Partie gewesen. Ja. Ne? Ja, wie ich schon sagte, jetzt kriegt er ein bisschen Oberwasser. Ja. Und hier die 10 zur 6-5 Führung für Benjamin Heimer. Na? 6-5. Was meint ihr? Jetzt rückt allmählich Benjamin hier diesen Pokal immer näher. Ja, vor allem jetzt hat er wahrscheinlich auch so ein bisschen das Rezept fürs Break gefunden, was natürlich in jeder Spieler hat auch immer ein Schlüssel zum Erfolg ist. Und wenn er so weiterbringt, dann wird es schwer für Dominik zurückzukommen. Was war der größte Erfolg von Benjamin Heimer so weit? Ich denke, den Gewinn der Lindwurm Trophy. Lindwurm Trophy? Ja. In Österreich. In Österreich, ja. Das ist, glaube ich, der Nachfolge-Event der Wörthersee Trophy. Die habe ich mal gespielt. Das war mein erstes internationales Turnier. 1983 oder 84. Und wie hast du da abgeschnitten? Dritter im 14-1. Ich schwör's. Ja, da hat man noch auf 6 Fußtischen mit dicker Weiße gespielt. Nein, das war tatsächlich schon das Großformat Billard, ja.
Und übrigens war ich auch mit einer der ersten, die Snooker gespielt haben in Deutschland. Der erste Snookertisch stand in Ludwigshafen 1982.